herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuseherinnen oder überhaupt ihr Fans von Gothic Odyssey im Auftrag des Königs. Ihr seid aber ganz schön wenig geworden, die hier jetzt noch meine Let's Plays angucken. Deswegen noch mein Aufruf. Was stört euch eigentlich? Was stört, das ist eigentlich ein bisschen blöd gefragt. Aber was ich fragen wollte, ist die Art, wie ich das mache, ein bisschen blöd oder mache ich blöde Sprüche? Das würde mich auch mal interessieren. Oder ist die Schnittreihenfolge oder meine Schnitttechnik bescheuert? Wollt ihr wirklich, dass ich jetzt hier so ganz live, ungeschnitten auf die Insel zugehe? Ich möchte schon ganz gerne, dass ein bisschen Spannung dabei ist. Während ich jetzt hier zum Beispiel ganz live und ungekürzt hier auf die Insel rüberschwimme, um doch noch auf die Schatztruhe zu stoßen, die irgendwo hier oben sein sollte. Das wird mir hier auch eingeblendet. Ja, dann werden wir da mal suchen müssen. Nicht wahr? Ja, da sind aber noch so viele Warane und ich weiß nicht, wie ich die wegkriege. Mit diesen paar Pfeilchen. Ich glaube, ich habe nur 171 Pfeile. Naja. Dann gucken wir doch mal gleich rum. Oder ich mache hier ein experimentelles Let's Play. Oder eine experimentelle Folge, wo ich wirklich alles ungeschnitten lasse. Ja, bevor ich das aber mache, dann schreibt am besten mal einen Kommentar. Ist es so gut mit den Schnittfolgen oder mit den Übergängen oder kommt ihr da nicht mit irgendwelchen Szenen oder mit dem Kontext? Das kann ja alles sein, ich weiß es nicht. Okay, ja, hier sind ein paar Varänchen und gucken wir mal. Kriegen wir die hin oder gehen wir hier gleich wieder rum? Weil ich sollte ja noch irgendwo so eine Schatztruhe finden. Dann gehen wir mal hier durch. Und Achtung, ich werde das schneiden, weil ich hier schon mal, weil ich hier schon mal durchgegangen bin. So, für die, die sich daran erinnern können, dass hier unter meinen Füßen noch die große Pilzgeschichte ist, werde ich weitergehen. Und zwar hier durch die Höhle. Und einen Weg gehen, den ich noch nicht beschritten habe. Das ist die große Frage, welcher wird das sein? Nee, ich muss rüber auf die Seite. Ja, das ist der Labyrinthfelsen. Ah, darüber. Richtig. Bin ja da gekommen. Okay, ja. Hier durch. Der Labyrinthfelsen. Nein, das ist doch auch wieder falsch. Bin ich ja total plät oder was? Nein, 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 nein. Hier bin ich hergekommen. Oh, Leute, Leute, Leute. Ach ja. Ja, wie schon gesagt. Der Labyrinthfelsen. Genau, richtig. Da ist das Bötchen. Und jetzt muss ich überlegen, wo muss ich lang? Wieder hier lang? Wieder da lang? Gehe ich mal hier rechts rum. Und falsch. Weiß, ich muss irgendwie zu diesem Wrack kommen, also dass ich es von oben sehen kann. Das Wrack. Wieso ist denn hier eine Blutspur? Hä? Okay, ja, und zwar, ich glaube, ich bin richtig. Genau, an dieser Stelle. Da, wo dieses Schiffswrack ist, genau richtig an. Hier muss ich sozusagen weiter. Hier war ich nämlich noch gar nicht. Oh, ich weiß auch gar nicht. Oh, jetzt geht es da wieder hoch. Geht es hier weiter? Okay. Spannend, spannend, spannend. Ja, Heilkraut. Aha. Der Wies und Blutfliegen oder wie so. Moment mal, war ich hier schon? Hier Lustiges. Okay, ich werde hier schon gleich wieder verfolgt.
So, dann wollen wir mal in den Kampf gehen. Ja, ich hatte vergessen, mich auszurüsten. Oh, weia. Na? Ab der Stelle speichern. So, dann wollen wir mal in den Kampf gehen. Da sind ja unheimlich viele Blutfliegen. Naja, wie heißen sie? Sturmfliegen hier auf der Insel. Okay, gleich zwei sind auf mich aufmerksam geworden. Okay. Und? Willst du was? Oder hast du noch was? Aha. Oder hinten Scabbies. Nee. Sturmfliege. Na. Jetzt ist er im Sturm verweht. Nicht vom Winde verweht, sondern vom Sturm verweht. Na, sollst du mich denn stechen? Alter, sind die cool drauf. Na, hier ist auch der Hint auf hohen Bergen, könntest du was finden. Also nochmal das Ganze in langsamer Reihenfolge. Dazu. Ich fasse es ja nicht. Wieso sind die denn so schnell? Das gibt's doch gar nicht. Oh, da wartet noch einer auf mich. Wollte eigentlich noch mal was essen, liebe Leute. Und das wird nichts. So ein Mist. Also die sind ja nicht zu unterschätzen, diese Sturmfliegen. Die sind ja sowas von schnell. Ich krieg den Kohl nicht fett. Die sind absolut rasant. Was soll denn der Mist? Oh, jetzt ein Eintopf, eine Suppe. Egal ob Fisch oder Pflanze, ist mir egal. Wieso habe ich denn hier nicht so viel? Ja, Sturmfliegen. Schöne Sache, das. So. Jetzt habe ich mir auch einfach eine Spur gelegt, damit ich weiß, wo ich wieder hin muss. Ach, guck mal. Ah. Wo ich vorher war. Na, siehst du? Ich verstehe nicht, warum der so blöd kämpft. Manometer. Okay. Ja, mühsam ernährt sich die Sturmfliege, aber hoffentlich nicht von mir. So, hier bin ich schon mal gewesen. Das ist gut. Und da hinten am Ende war nämlich auch noch eine. Aha, die hat mich schon mal genatzt hier. Habt ihr das gesehen? Die ist hier runtergefallen. Na, das ist ja lustig. Na, dann nehmen wir erstmal hier diese Einsame. Boah, ich muss irgendwas an meiner Kampftechnik machen. Vor allem bei diesen Sturmfliegen hier. Die geht einfach. Mal Kraut. Mal gucken, vielleicht versteckt sich hier eine Schatztruhe. Nee, die hätten wir schon gefunden. Auch nicht. So, jetzt müssen wir hier hoch. Und die nächsten anlocken.
Dann hoffe ich, dass wir irgendwo eine Schatztruhe finden. Jetzt mal die Star. Oh, oh, da ist auch noch ein Feuerwaran. Sie ist da beim Feuerwaran. Kann nicht anders sein. Muss ja so richtig schwierig gemacht werden, obwohl ich ja nur gewagt spiele. Sind noch ziemlich viele hier. So, ein bisschen nach unten gehen. Sicherheitsabstand und... Ja, die haut ja auch ab wie die Sau hier. Oh. Wieder so viel Lebenspunkte verloren. Naja. Ich will Erfahrungspunkte haben. Aha. Wieso ist das so? Das ist ja ein riesen Zufallsgenerator hier. Mal nutzen die mich und dann muss ich tausendmal draufhauen. Oh, ich hab nicht gegessen. Und dann mache ich einen Schlag, dann ist die schon hin. Aber die hier braucht wieder länger. Nee, doch nicht. Puh. Glücklich ist dieser Bereich jetzt gereinigt. Ja. Das. Ja, da ist sie doch schon. Ist sie das? Ist das die Truhe? Ist das die Truhe? Nee, das werden wir gleich wissen, nachdem ich hier dieses Plateau erstmal abgegrast habe. Aber von Heilpflanzen. Das ist ja... Vorsicht. Das ist der Blauflieder. So, dann wollen wir uns mal die Truhe näher ansehen. Ja, das ist sie. Juwelenschatulle. Goldener Ring. Ein goldener Kelch. Ein goldener Teller. Schwefel. Was ist denn das für ein Schwefel? Sieht eher aus wie schon ein Stück Kaugummi. Ja, und dann Karte zu Captain Raubeins Schatz. Captain Raubein, erinnert mich doch an was. Ey, Gothic 3? Kann da einer was zu schreiben? Oder war das nicht Eisenbein oder Eisenbart? Ich weiß es nicht mehr. Da war nämlich irgendwie so eine Tochter von dem. Wenn ihr das wisst, dann schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich den da mit diesem Captain aus Gothic 3 wechseln würde. Nein, ich muss ja noch über den Stumpen da rüber. Captain Raubein. So. Nö, erstmal was essen. Erstmal was essen. Erstmal eine dampfen. Und dann erstmal Pause. Ja. Ja, sorry, ich muss hier oft speichern, sonst gibt es hier wieder Klitsche. Gucken, wie ich die Scabbies vernichten kann. Zunächst den Blauflieder auflesen. Da hinten ist doch auch noch ein Reuter. Oh! Ja, die Waldscavenger, die. Ah, Mist. Ach, jetzt hat er mich. Ich wusste es. So, ich habe diesmal nicht gekürzt. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Weil ich denke mal, dass ich das doch hier ein bisschen... Jetzt mache ich doch Pfeilenbogen. Übrigens ist er die ganze Zeit am Motzen da hinten. Weil hier fehlt irgendwie der Sound. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, ob es neue Speeches gibt, aber ich meine die beiden Speech-Teile. Ich habe jetzt leider die Nummer nicht. Oh, Kronstöckel. Sollte ich denn nicht noch einmal Kronstöckel für jemanden haben? Das ist die große Frage. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die labern hier nicht, die Scavies. Da fehlt mir sozusagen der Sound. Oh, Feuer, da ist ja dieser Feuerwaran. Ah, er kommt auch noch auf mich zu. Ja, das ist klar. Das ist aber sowas von klar. Ach, dann habe ich jetzt nicht gespeichert. Auch schön.
Ja, auch solche Fehler kommen einmal vor. Obwohl, den könnte man von hier aus irgendwie erstmal wegballern. So. Wie schon gesagt, er quatscht nicht. Oh mein Gott. Ja, daran könnt ihr sehen, dass die Waffen unterschiedliche Werte haben und das auch Einfluss auf die Talente und die Geschicklichkeitsgeschichten haben. Ist er zum Beispiel weggesprungen? Wohin? Hier ist der junge Waldskevi. Der Stumme. Ja. Wie ich sagen wollte, die Waldskevis. Waldskevi, was sage ich denn? Doch, ein Junge. Toll. Die hat mich eben zweimal hintereinander wegge. Oh, das gibt's doch gar nicht. Okay, jetzt nicht vergessen zu speichern. Ja, dann versuche ich mal den Feuerwaran. Vielleicht sollte ich doch mal erstmal was völlig anderes machen und zu meinem Inventar gucken. Und auf die Schatzkarte gucken. Da werden wahrscheinlich schon einige gespannt drauf geguckt haben. Und zwar, was haben wir in der Juwelenschatulle? Okay, die lässt sich nicht öffnen. Bum, 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 bum. Die Schatzkarte ist weiter oben. Bestimmt, aber vielleicht gibt es irgendwelche komischen. Hier, das sind die Kaugummis. Hilfe. Hilfe. So. Was ist die Athanos-Insel? Und das ist Captain Raubeins Schatzkarteninsel. 42, 51. Hey, cool, 42. Was war die Frage? 51, weiß ich nicht. Aber es könnte auch der Längen- und Breitengrad sein. Und da ist der Schatz. Befinde ich mich denn jetzt überhaupt auf dieser Insel? Oder ist das eine andere Insel? Na, das werden wir noch im Laufe des Spiels, hoffe ich, doch noch mal hinkriegen. So, Piratengold. Und da steht's auch. Ich habe in Jones Truhe neben viel Geld und eine Schatzkarte gefunden. Tam, 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 tam. Ort der Arkade völlig unbekannt, ja, wie ich eben schon festgestellt habe. Aber vielleicht gibt es ja jemanden an Bord, der mir helfen kann. Das heißt also quasi, ich könnte theoretisch wieder zurück. Und gucken, wie viel haben wir? Oh, ich habe nur noch 165 an Punkte zu holen. Das ist cool. Dann bin ich nämlich eine Stufe höher und wo kann ich natürlich am besten Lernpoint kriegen? Als hier. Ist denn hier schon dieser Feuerwaran? Ah, da ist er. Ich glaube, mit feinem Bogen kann ich nichts anrichten. Oh, er bleibt hängen, er bleibt hängen. Und er kriegt ein bisschen Schaden. Das ist natürlich Risiko hier, was ich da mache. Aber ich will diese Linie halten. Ein bisschen näher rangehen. In der Hoffnung, ich kann mehr Schaden entwickeln. Der bleibt da irgendwie hängen. Das kostet wieder Pfeile, Leute. Aber das ist mir jetzt echt egal. Ich habe ein bisschen Gold und kann ja sowieso noch Pfeile kaufen. Ja, jetzt war es das gewesen. Super geil. Jetzt hat er sich losgerissen. Shit. Heißt also erstmal flüchten. Aber bitte nicht ins. Oh, ins. Schon wieder die Sackgasse. Okay. Gefahr gebannt, Gefahr gekannt. Gefahr gespeichert. Okay, während wir hier schon mal sind, ein bisschen Blauflieder einsammeln. Ich will wissen, ob ich bei diesem Feuerwehr nochmal diese Chance bekomme, dass er da so lustig am Rumhängen war. Wo ist er denn überhaupt hin? Hören auch nicht. Er ist weg, oder? Wo ist er hin? Nusa wo? Nusa weh? Nusa weg? Nusa ganz weg. Glück für mich.
Langschwert. Was zum Geier ist ein Langschwert? Aladdin-Schwert. Moment mal. Langschwert, das ist das. Okay, wie viel? 31. Drachenwurzel. Perfekt. Darf ich keinen Flüchtigkeitsfehler machen? Das meine ich damit. Das ist nämlich alles sehr, sehr verwachsen und verwuchert. Ah, hier hat... Oh! Sehr schön. Pfeilmunition in Rohform. Ja, apropos Rohform, wo konnte ich denn nochmal Holz hacken? Ach, bei der Insel. Nicht bei, zu plündern. Bei meiner Hütte hier auf der Insel. Das sollten wir nochmal vorbeigehen. Ja, da will ich mal wieder versuchen, zurück zu meinem Häuschen hier auf diesem Inselchen zu kommen. Oder besser gesagt, Netzhäuschen. Ja, so kann man es auch machen. Ach, hier ist übrigens der Scavenger. Ja, das meinte ich mit Flüchtigkeitsfehlern. Wo haben wir uns denn abgespeichert? 13 Uhr, das kommt hin. Und du, nee, ist klar. Dann bist du das. Oh, Leute. Genau, die Hütte meine ich nämlich. Da muss ich jetzt hinfinden. So, dann geht's hier runter. Obwohl, da waren wir auch schon. Was ist das? Hab ich jetzt... Hier war was in Rot. Ach, da oben ist eine Blutfliege. Dass die eben runtergedonnert ist. Nicht zu plündern. Sturmfliege, okay. Ja. Es kann natürlich sein, dass die Dinger hier irgendwo noch rumschwirren. So, runter damit. Springen wir hier ein bisschen rum. Okay. Frage ich mich, wo diese Hütte ist. Also, wo ist die Hütte? Vielleicht hier rum? Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Nee, hier geht's. Hier geht's auch nicht lang. Da ist auch Sackgasse. Ja, ja. Vielleicht sollte ich nochmal... Da unten ist der Scavenger. Den werden wir doch nochmal... Den werden wir nochmal holen. Auf alle Fälle. Also gibt's doch ein Leben nach dem Tod. Jetzt wüsste ich nicht, dass hier der Scavenger ist. Ha! Ja, so ein Junger. Ach, den könnten wir eigentlich doch mitnehmen. Mit so einem Messerchen hier erledigen. Okay. Kann das sein, dass ich hier lang muss? Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich von der Hütte kam, hier rauskam. So. Muss ja irgendwie. Und da es auch ein Bettchen gibt, werde ich mal dann auch mal meine Wunden kurieren. Kurines. Also ich muss auch irgendwie noch hier unten runterkommen. Also unter der Brücke. Geht's scheinbar hier hoch. Ja, warum geht's denn hier wieder hoch? Ich lauf. Ich muss hier runter. Auf den Weg hier. Sicherlichst. Oder?
Das ist wieder hier so ein leeres Plateau. Oder? Nee, da. Oh. Nee, hier bin ich ja her. Gott, Sakrament. Verzeiht mir, ich muss jetzt hier schneiden und den Weg zur Hütte zurückfinden, weil sonst wird es echt ein bisschen langwierig, oder? So, endlich. Mein Gott, immer dieses Gesuche. Genau, Holzstammsägen. Genau, das war ja auch nur einer. Schade, schade, schade. So, dann Holzspalten. Waren, glaube ich, 7 Stück insgesamt. So dürfte noch 2x1 zu machen sein. Oh, 8. Das kann jetzt nicht sein. Genau, richtig. 8 Stück. Habe ich mich vertan. 8 Stück. Ja. Eine Pfanne. Mal sagen, alles Fleisch braten. 32 Fleischstücke, das ist gut. Liebe Leute, ich lege mich jetzt schlafen. Je nachdem, wann ihr zugeschaut habt, und es ist schon spät geworden, ja, dann macht auch ein gutes Nickerchen und ich begrüße euch dann in der nächsten Folge. Bis hierhin, macht's gut, tschüss.